willkommen in der Brennerei Sammerhof. Freut mich, dass wir so hohen Besuch bei uns haben. Es ist ja nicht alltäglich, dass wir quasi YouTuber bei uns auch am Hof haben. Wir sind da jetzt in der Brennerei. Klassische 150 Liter Wasserbad Kolonnenbrennerei. Das heißt, das Brenngerät mit anschließender Verstärkerkolonne und dann eben nur den Kühler zum Abkühlen des Destillats, damit Dampf rauskommt, sondern halt sie, Clara. Dann am Ende des Tages Destillat. Das heißt, wir haben da ungefähr dann eine Mittellaufstärke von ca. 85 Volumensprozent. Und die kommt dann in Edelstahlkannen und oder Glas, beziehungsweise auch in Holz, wenn wir Whiskys lagern oder andere Destillate wie alte Zwetschgen, Vogelbeere, die wir im Malbefass haben. Solche Dinge kommen dann ins Holzfass dann. Und nach der Lagerzeit von einem Jahr bei klassischen Destillate bis hin zu 5-6 Jahren bei den Whiskys wird es dann auf Trinkstärke eingestellt und kommt in Flaschen und ist für den Verkauf bereit. Was ist das? Bogenbeer.